Hallo Leute, das neue Fortnite Update ist da und der neue Predator Skin ist im Spiel. Wir können den neuen Predator Skin endlich freischalten, wir können ihn bekommen. Wie das Ganze geht, die neuen Predator ausfangen, zeige ich alles in diesem Video. Wenn du es feiert, lass einen Daumen hoch da, kostenlos Abo und mach die Glocke an. Ja Leute, das sind die neuen Predator-Herausforderungen. Ihr seht, die sind noch verschlossen. Es geht in 3 Stunden los am Mittwoch, ja, dem 20. Januar, können wir endlich diese ganzen Sachen freischalten. Es gibt den kostenlosen Predator-Skin, Leute. Wenn ihr alle kostenlosen Predator-Skin feiert, Daumen hoch da lassen, go, go, go. Ja, zeigt mir, dass ihr diesen Skin feiert. Es gibt ein kostenloses Backbling, einen kostenlosen Rucksack. Es gibt Biohelm online. Ah ja, guck mal, es gibt hier irgendwie einen Emote, wo er den Helm ursächlich. Boah, ist der hässlich. Leute, findet ihr den hässlich? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ihn hässlich findet. Denkt dran, es gibt auch Fortnite-Skins zu gewinnen. Mein Fortnite-Bot wird gerade repariert. Ich werde, denke ich, am Wochenende, wenn die Fußball-Skins rauskommen, richtig Skins raushauen. Also ich denke mal so 20 Skins oder sowas. Also wenn du nicht mitmachst, einfach Epic Games Namen unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, irgendwas passendes zum Video. Wie findest du den Predator? Wie findest du die Herausforderung? Machst du das? Hast du keinen Bock mehr auf Fortnite? Findest du Fortnite noch geil? Wie findest du die Season? Wie findest du, dass die Season noch 2 Monate geht? Ja. Und ja, Leute, das ist der Predator. Wie gesagt, dann haben wir hier noch die Armklingen. Ja, die gibt es auch noch. Das ist eine Spitzhacke, die erste legendäre Spitzhacke, wenn ich richtig informiert bin. Und es gibt ein Backbling, eine Lackierung. Ja Leute, um diese kostenlosen Sachen zu bekommen, müssen wir einfach Aufgaben machen und ich sage euch mal einfach, welche Aufgaben wir machen müssen. So Leute, ich denke, die Aufgaben habt ihr alle schon gemacht. Die erste, da mussten wir einen mysteriösen Pot finden, eine Kapsel. Bei der zweiten mussten wir mit Beef Boss, Remedy und Dummy reden, ja, habe ich schon Videos zu gemacht. Bei der dritten mussten wir mal Medkits einsammeln, dazu einfach in die Gruppenkeile gehen, da die Kapsel ist in diesem Dschungel oben links in der Karte. Wir müssen mit Beef Boss, wenn wir die Dummy reden, wie gesagt, da habe ich ein Video zu gemacht, da, die sind alle auf einem Fleck, können aber an 2 verschiedenen Orten sein, ist nicht so schwer. Wir müssen als drittes, bzw. als viertes dann legendäre Waffen oder seltener aufsammeln, also einfach Gruppenkeile spielen, Ballons öffnen oder ihr könnt den Mandalorianer auch eine Gruppenkeile killen, da gibt es den nämlich auch. Der droppt nämlich die mythische Waffe, die zählt natürlich auch. Für den Skin müssen wir den Predator einfach killen. Und wenn wir dann den Predator haben, müssen wir ein Kopfgeld einsammeln, einfach eine Kopfgeldaufgabe bekommen, von einem der Charaktere landen, Kopfgeldaufgabe machen, fertig, kriegt ihr die, was ist das hier, Rückenaccessoire. Dann haben wir Besuche, ah ja, Predator hat ein Häuschen, er hat ein Häuschen in Hunter's Haven, da müssen wir hin. Dann haben wir innerhalb von 30 Sekunden, innerhalb von 10 Metern von dem Gegner verbringen. Alter, das ist ja eine richtig dumme Aufgabe. Okay, und dann haben wir noch Flügelschaden bei, wenn du die mystische Waffe vom Predator benutzt. Der hat nämlich so eine Waffe, wo du deine Gegner spotten kannst, so Infrarot, also beziehungsweise Hitze, Wärmekamera, Wärmesucher ist das. Und ja, das war's. Das ist der neue Predator-Skin. So könnt ihr ihn freischalten. Das sind die neuen Aufgaben. Hoffe, das Video hat geholfen. Freut mich und Daumen hoch, kostenlos Abo, macht die Glocke an. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.